Ja, hi, hier ist der Audi von Session. Ich zeige euch heute von Jackson die JS32 Warrior in Black. Jackson JS32 und ich werde ja immer so ein bisschen dafür gescholten, dass ich mir nur die teuren Brocken auf den Schoß hole und nichts mache für einen kleinen Geldbeutel. Und deswegen habe ich mir heute mal die JS32 geholt, eine Jackson für einen kleinen Geldbeutel. Und ihr wisst ja, Jackson ist eine US-amerikanische Firma und hat damals, als es Gibson und Fender wirklich nicht besonders gut ging, super geile Gitarren gebaut. Ne? Also Jackson, Charvel hingen da zusammen. Und Jackson hat sehr schnell angefangen und hat praktisch nicht nur in USA Gitarren gefertigt, sondern auch in Fernost. Das ist dann nach Japan und nach Korea und so weiter und auch nach Indien und nach China und überall dort, wo man billige Gitarren praktisch in Lizenz bauen lassen kann. Und in dem Fall haben wir es zu tun mit einem Modell aus Indien. Und ich muss sagen, für das Geld, also als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, gab es keine Floyd Rose Gitarre dieser Qualität für diesen Preis. Ja, insofern muss man da mal sagen, Hut ab. Ist immer die Frage, was man fürs Geld bekommt. Ne? Wenn man wenig Geld bezahlt, will man natürlich trotzdem, dass das Ding funktionstüchtig ist. Ja? Und das ist bei dem Teil auf jeden Fall gegeben. Ja? Auch wenn es vielleicht nicht ganz so fett und wuchtig klingt wie eine sehr, sehr teure Gitarre. Trotzdem ist es ein Instrument, mit dem man wirklich perfekt beginnen kann, wo man sich nicht gleich am Anfang verschuldet und so weiter und wirklich super geile Sache. Von den Specs her haben wir es zu tun mit einer Bolt-On-Gitarre. Ihr könnt mal schauen auf der Rückseite hier, der Hals ist angeschraubt, ja, das bedeutet 4 Schrauben, also kein Neck-Through, kein Set-Neck, gar nichts, natürlich Bolt-On, Ahorn-Neck mit Rosewood-Board obendrauf. Der Body ist aus Zedernholz, ja, also Nadel. Nadelholz wird sehr, sehr gerne genommen, weil es ein bisschen leichter ist, ein bisschen weicher ist und damit so diese ganz schrillen Höhen von so einem Floyd Rose ein bisschen abdämpft, finde ich ganz geil. Floyd Rose ist klar, ne? Ihr wisst ja, die Saiten werden hier hinten eingeklemmt mit diesen Imbusschrauben und diesen Blöckchen werden die Saiten sozusagen festgezurrt und auf der anderen Seite, damit da auch nichts passiert, gibt es hier oben die Locking Nut oder ich nenne es oft gerne Seitenschloss, damit man weiß, was es bedeutet. Ne? Hier oben werden auch Dreier-Schlüssel reingesetzt und werden die Seiten abgeschlossen. Die Mechaniken spielen dann erstmal keine Rolle mehr. Ja? Dann natürlich die typischen Sharks, ist klar, oder vielmehr, also nicht Sharks sind es ja nicht, oder? Sind es Sharks? Nee. Doch, Sharkfins, sorry, alles klar. Hat man hier, ist logisch. Dann die Jumbo-Frets oben drauf und praktisch so alles in allem natürlich eine Gitarre, wie man sie von Jackson auch von den höheren Serien kennt. Allerdings natürlich mit preiswerteren Materialien, ja. Ich erinnere mich noch ganz gut, als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen, ich habe mir echt die Nase platt gedrückt nach Jackson-Gitarren, weil die waren damals sehr, sehr teuer, kosteten so 3.000 oder 4.000 D-Mark, waren nicht zu bekommen, war echt ein Traum. Floyd Rose drauf oder halt auch Macalas drauf, irgendwie Simon Duncan Pickups drauf und so weiter. Sehr, sehr geile Geschichte und wenn man heute damit beginnen will, ist es sehr, sehr viel einfacher als früher, ja. Natürlich ist es so, dass von der Hardware, ich meine, Floyd Rose, sieht man es ein bisschen, dass das Metall ein bisschen weicher ist, ja, dass also, wenn man die Schrauben zuzieht, dass man da nicht ganz so verwöhnt wird, wie halt bei einem etwas hochwertigem Metall, ja, oder wenn ich halt die Pickups betrachte, habe ich auch schon bessere gehört, aber da kann man natürlich auch noch ein bisschen dran rumjustieren und so weiter, also für das Geld, wie gesagt, super geil. Ich habe mal angefangen mit einem High-Gain-Sound, ihr hört es ja, 24 Bünde, deswegen sitzt der Hals-Humbucker hinterm 24. Bund, ist ganz geil, weil er sich damit, finde ich, mit diesen High-Gain-Sachen so ein bisschen besser anfreundet, ja, dieses ganze... Ja,
hört sich schon an der Jackson an. Ne? Denkt man so, okay, Halspickup funktioniert geil. Natürlich auch Steg für die ganzen Heavy-Bretter. Ja? Ist übrigens für so Heavy-Rhythmus-Sachen nie ganz so fett wie ein Stop-Tailpiece, habe ich ja schon oft gesagt. Ja? In dem Fall, wenn ich so dicke, fette Palm-Mutes mache, das ist mein Hauptbusiness, da muss ich natürlich schauen, ey, komm, dann nehme ich mir eine Gitarre ohne Floyd Rose. In dem Fall bezahle ich das Floyd Rose und die Verstimmfreiheit mit ein bisschen Druck einbußen, wenn ich so will. Ja, das kann man so ein bisschen hören im Vergleich. Oder besser gesagt, zum Druck oder zum fehlenden Druck gesellt sich so dieses Floyd Rose Schnacken, dass man die Saiten, dieses helle. Das ist halt echt geil, dass ich selbst so eine teure Gitarre fast gar nicht verstimmt. Ich müsste jetzt ein bisschen nachziehen, ist klar, aber je mehr ich das mache, ja, und je öfter ich das tue, desto stabiler wird die Gitarre und desto mehr hat man zu tun mit echt, also eine Verstimmfreiheit, die man nur von höherwertigen Gitarren kennt. Ja, ist echt. Ja, also das Einzige, was ich in dem Fall wirklich verbessern würde oder was ich machen würde, wenn ich mir so eine billige oder eine billigere Gitarre kaufen würde, man kann mit Pickups wirklich immer sehr, 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 sehr viel rausholen. Ja, also es gibt Replacements, da kann man sich den Sound quasi aussuchen. Ja, da lohnt es sich wirklich mal zu experimentieren. Das habe ich auch früher sehr, 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 sehr oft gemacht. Ich habe mir in meine Gitarren sehr, sehr viel Pickups eingebaut und habe dadurch einfach so ein bisschen erfahren, was man damit alles machen kann, ja, und ich sag mal, diese Leidenschaft ist heute immer noch da, das heißt, also ich kann wirklich nur jeden ermutigen, der mich fragt, ey, ich habe einen Jackson, ich habe eine LTD, ich habe irgendwas Billigeres gekauft, soll ich da Pickups auswickeln, holt euch Pickups, haut's rein, hört, wie es klingt und folgt einfach eurem Geschmack, supergeil. Da sind wir schon wieder fast am Ende. Ich habe euch heute von Jackson die Warrior gezeigt und ich habe die Gitarre wie immer direkt aus der Ausstellung gezogen. Ihr wisst ja, ihr müsst unbedingt mal kommen, die ganzen Sachen anchecken. Wir haben die ganzen Japan-Jacksons da, die ganzen US-Jacksons, einfach mal vergleichen und dann einfach die richtige Gitarre auschecken. Super geil. Wenn ihr zu weit weg wohnt, wir schicken die Jackson auch zu euch. Ist klar, 66 Tage könnt ihr die Gitarre umtauschen, 33 Tage bekommt ihr euer Geld zurück. Ist ganz klar. Und mir hat es wieder mal super Spaß gemacht und ich sage tschüss.